In den sozialen Medien der USA wird der Verdacht immer lauter, dass mit den Zahlen von Nvidia etwas nicht stimmt und dass Nvidia vielleicht so etwas ist wie die neue Wirecard, also eine Firma, die Umsätze erfindet, um die unglaublich hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen. Nvidia mit diesen Chips, der ganz heiße Scheiß, alle haben gesagt, was für ein gigantisches Wachstum. Nvidia hat diese Wachstumserwartungen selber geschürt und ist natürlich dann unter Druck auch zu liefern, da nur die Prognosen zu treffen in Sachen Umsatz, das wäre viel zu wenig. Man muss deutlich drüber, muss zeigen, dass diese Wachstumsstory unendlich ist. Und Ähnliches ist ja bei Wirecard passiert, auch damals unglaublich interessant. Internet-Zahlungsabwickler, der ganz heiße Kram, den alle haben wollten, Zukunftsfeld etc. etc. Und dann hat sich herausgestellt, dass man da Umsätze erfunden hat, irgendwo in Asien, die überhaupt nicht der Fall waren. Die Folge war, dass Wirecard pleite ging, pleite oder Insolvenz anmelden musste, Schadensersatzansprüche anmelden musste, bewerten sehen, falls sich der Verdacht bestätigt bei Nvidia, wie es da so geht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das das Ende von Nvidia wäre, wenn der Verdacht stimmt, und vor allem dann auch das Ende der KI-Euphorie an der Wall Street. Also das ist ein ziemlich großes Ding, es geht um viel, denn es war ja diese KI-Euphorie vor allem, die seit Mai, als Nvidia die Zahlen vorgelegt hatte, alles nach oben getrieben hat. Wow, gigantisches Wachstum, wir werden Produktivitätsfortschritte haben, etc. etc. Hier hatten wir bereits als Erste in Deutschland berichtet über diesen Verdacht, der in den USA aufkam, von Samantha Ladog, die Sie hier sehen, die Dame, die in einem Interview, vorher in Tweets, aber in einem Interview nochmal klargemacht hat, was da so seltsam auffällig ist bei den Zahlen von Nvidia. 31. August, wie gesagt, aber jetzt nimmt das oder zieht das immer größere Kreise. So meldet etwa investing.com, Nvidia fällt über 3% auf den tiefsten Stand seit 29. August mit Social Media Chatter, also aufgrund von Gerüchten in den sozialen Netzwerken. Heisenberg schreibt hier, if this is true, and this is a big if, das muss man ja immer dazu sagen, ein big if, ein großes wenn, then could be a mini black swan to the markets. Das wäre ein Riesending, denn schauen wir uns doch die Geschichte nochmal kurz an. Faktisch ist es ja so, dass eine bisher völlig unbekannte Firma namens CoreWeave einen Kredit genommen hat, unter anderem bei BlackRock, die der größte Aktionär von Nvidia sind. CoreWeave wiederum, diese völlig unbekannte Firma, da war nur bekannt, dass Nvidia Anteile an dieser Firma hält. Diese unbekannte Firma nimmt also 2,3 Milliarden Kredit von Anteilseignern von Nvidia. Diese Firma wiederum, nämlich CoreWeave, bestellt dann CPUs, also praktisch die Chips von Nvidia, hinterlegt als Sicherheit für die erhaltenen Kredite wiederum Nvidia-Chips, und genau diese 2,3 Milliarden, die damals CoreWeave aufgenommen hatte als Kredit, um Nvidia-Chips zu kaufen, war das, womit Nvidia bei dem wichtigsten Bereich Datacenter übertroffen hat, nämlich genau um 2,3 Milliarden Dollar. Wir wissen, dann ist die Aktie nachbörslich um 10% nach oben geschossen geradezu, um dann am nächsten Tag seltsamerweise praktisch all diese Gewinne wieder abzugeben. Und wie ernst das genommen wird, das sehen wir etwa hier Zero Hedge, die ja durchaus einflussreich in den USA sind. Nicht unumstritten gleichwohl, aber dennoch. Nvidia may need some more related party bulk chip orders soon. Also die müssen so ein paar Dreiecksgeschäfte wieder machen, damit der Kurs wieder steigt. Und Jesse Cohen sagt jetzt, okay, diese Firma CoreWeave, das könnte vielleicht eine reine Briefkastenfirma sein, also die gar nicht so wirklich existiert. Man gründet also eine Briefkastenfirma, diese Briefkastenfirma bestellt dann meine eigenen Produkte, ist ja eigentlich auch meine Firma, die nämlich hier diese Briefkastenfirma, und dann sieht natürlich mein Umsatz viel besser aus, als er tatsächlich ist. Und wenn dem so wäre, dann wäre das etwas, was die Amerikaner hier vergleichen mit dem FTX Ponzi Scheme. Und das wäre natürlich ein Riesending. Wir wissen, bei FTX, da gab es ja dann auch ziemliche Kollateralschäden. Da ist einiges passiert, wo Rauch ist, ist vielleicht auch Feuer. So hier dieses Bild, das das Ganze zeigt. Und ich hatte, als ich recherchierte, weil wir als Erstes hier, wie gesagt, in Deutschland das, was da in den USA sich begann abzuzeichnen, gebracht hatten, da habe ich mir diese CoreWeave-Seite angeschaut, und die sah noch völlig anders aus, als ich heute sie gesehen habe. Da war nämlich nur die Rede, ja, wir sind CoreWeave, wir sind Partner von Nvidia und wir vertreiben Nvidia-Chips. Punkt. Das war sehr schlicht, da war kaum Information. Wer ist das eigentlich? Man weiß,
dass das ehemalige Hedgefondsmanager sind, die durchaus auch eine etwas problematische Vergangenheit haben. Aber sei es drum, jetzt sieht die Homepage so aus und vor allem, was neu ist, was Sie hier oben sehen, dann werden dann plötzlich hier Partner genannt, AMD, Intel und so weiter. Das war vor gut einer Woche oder vor einer Woche überhaupt noch nicht auf der Seite. Also vielleicht war man gezwungen, jetzt noch schnell so ein bisschen etwas hinzubasteln. Ist ein Verdacht, wie gesagt, nicht bestätigt. Aber was ich bestätigen kann, ich habe damals leider keine Screenshots der Seiten gemacht, dass sich die Seite massiv verändert hat, viel ausgeweiteter ist, viel präziser ist. Hier zum Beispiel mit diesen Kooperationspartnern auch Jobangebote, die ich vor einer Woche noch nicht gesehen habe, sind plötzlich da. Und wie gesagt, der Vergleich mit Wirecard oder FTX liegt deswegen auf der Hand, weil Wirecard ja nicht eine komplette Luftnummer war. Da gab es ja Umsätze, aber man hat eben Umsätze hinzuerfunden. Und genauso gibt es natürlich wahrscheinlich sehr große Umsätze bei Nvidia. Aber die Firma ist natürlich wahnsinnig unter Druck, nachdem man im Mai gesagt hatte, ja, wir werden fast unsere Umsätze verdoppeln im nächsten Quartal. Da war natürlich die Euphorie groß. Boah, was für ein Wachstum, das haben wir ja noch nie gesehen, dass eine Firma so stark die Erwartungen übertrifft. Und wenn du dann mit diesen Erwartungen konfrontiert bist, dann willst du die erfüllen, weil du fürchtest, sonst geht die ganze Story den Bach runter. Und du hast ein Riesenproblem. Hier sehen wir den CEO, den gebürtigen Taiwanesen, der dann in die USA ausgeweitet ist und der mit seiner Nvidia-Firma schon durchaus rechtliche Probleme hatte durch die US-Börsenaufsicht, SEC. Im letzten Mai, Juni war das. Da wurde man zu einer vergleichsweise lächerlichen Strafe von 5,5 Millionen Dollar verurteilt, weil Nvidia verschwiegen hatte, dass relevante Teile des Umsatzes durch Crypto-Mining gekommen war. Man hat also Bitcoin und so weiter gemeint oder Ethereum gemeint und hat dann nicht gesagt, dass ein Teil dieser Umsätze, die man eigentlich, und das glaubten die Investoren, ja, das sind halt Grafikkarten, die für das Gaming immer bedeutender werden. Also man hat nicht klar gemacht, dass ein Teil überhaupt nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat, der Umsätze. Was dann wiederum irreführend ist für die Investoren, die denken, boah, das Kerngeschäft, das läuft ja super. Also da hat man durchaus eine Vergangenheit, dass man da schon mal es nicht so ganz genau genommen hat. Aber kommen wir jetzt mal zu den Gesamtmärkten. Ich werde diesen Verdacht nicht aufklären können, aber das wird wahrscheinlich das ganz, ganz große Thema in den nächsten Wochen. Kann Nvidia diese Vorwürfe widerlegen, ja oder nein? Man sollte möglichst schnell diese Dinge klären. Es passt auch alles wunderbar, dieses Dreiecksgeschäft BlackRock und andere, die massiv in Nvidia investiert sind, natürlich ein Interesse haben, dass die Aktie steigt, gerade vor den Zahlen. Dann gibt man einer völlig unbekannten Firma einen Kredit, die kauft dann wiederum Nvidia-Chips. Dann meldet Nvidia die Zahlen, die Aktie geht nach oben und die Investoren hätten dann natürlich einen satten Gewinn eingestrichen oder die Kreditgeber an diese komische Firma CoreWeave. Aber sei es so, wir werden also dranbleiben, das auf jeden Fall. Kommen wir also jetzt nochmal zum Marktgeschehen heute. Bums! Da sehen wir, es fing schon an mit den German Factory Orders, das ist in den USA durchaus zur Kenntnis genommen, die ja geradezu implodiert sind, -14% vor allem. Da ist natürlich immer so eine Verzerrung durch Großaufträge, aber auch im Vergleich zum Vorjahr, -10%. Also wir sehen, dass da ein Riesenproblem ist bei den German Factory Orders. Wir sehen Surging Oil Spark Stagflation Fears. Genau das ist das Problem. Wie soll die Fed, wie sollen andere Notenbanken die Zinsen senken, wenn Energie immer teurer wird, damit die Inflation anheizt und damit am Narrativ der Wall Street kratzt, dass die Inflation doch ganz schnell zurückgeht und die Fed deswegen auch die Zinsen bald senken kann. Dann haben wir heute, und das kam noch oben drauf, den ISM Index Service gesehen, viel besser als erwartet mit 54,5 statt 52,5, aber vor allem die bezahlten Preise, Prices paid 58,9, im Vormonat 56,8, alles über 50 ist Wachstum, das heißt die Preise steigen weiter und sogar mit schnellerer Dynamik daraufhin. Die Anleiherenditen nach oben, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt knapp über der Marke von 4,30%, nicht so gut für die Märkte und wenn du Pech hast, dann kommt auch mangelndes Glück manchmal noch dazu. Dann der Bericht, dass China den Staatsangestellten verbieten will, iPhones zu nutzen. Im Grunde gilt dieses Verbot schon mehr oder weniger seit längerem. Man will sich unabhängig machen von amerikanischer Technologie, aber dennoch, diesmal erwischt es dann Apple. Die Aktie verliert 3% derzeit. Heisenberg hier mit dem
durchaus sarkastisch gemeinten Kommentar. Nächste Woche ist ja dieser Apple Day, wo man das neue iPhone 15 vorstellen will. Da wird man wahrscheinlich wieder Revolutionäres bringen. Also das wird ganz, ganz unglaublich sein. Wahrscheinlich 10% mehr Batterie. Ein extra Megapixel gibt es noch oben drauf und 5 neue Emojis. Also wenn das nicht mal eine innovationstreibende Firma ist, dann weiß ich nicht was, meine Damen und Herren. Also auch da schon ein gewisser Spott. Hier sehen wir mal das, was eine Analyse ausgesagt hat. Apple erinnert so ein bisschen an IBM. Um die 2000er Jahre, damals ja das ganz große Ding IBM und dann irgendwie den Anschluss verpasst und in Sachen KI zumindest ist ja Apple auch noch nicht groß in Erscheinung getreten. Wir sehen heute die Aktie 3% im Minus, Nvidia und Tesla, das sind die großen Verlierer heute, für den Greed Index bei 58 sogar wieder im Gear-Bereich. Also die Stimmung hat sich dennoch verbessert und wir sehen hier zum Beispiel in der EU heute, hat die Europäische Union Amazon, Apple, Alphabet, Meta und Microsoft als sogenannte Gatekeepers klassifiziert, also diejenigen Firmen, die faktisch dafür sorgen, dass andere Firmen nicht wirklich freien Zugang zu sogenannten Core Platform Services haben. Also das ist schon ein ziemlich dickes Ding und auf der anderen Seite berichte heute, dass Trump, wenn er denn Präsident würde, noch harscher in Sachen Trade and Tax Policies vorgehen würde, also Zölle nochmal deutlich anheben und so weiter und so fort. Wenn das passiert, dann gute Nacht Weltwirtschaft. Aber sei es drum, kommen wir nochmal zum Marktgeschehen. Diese 4500er Marke, das hatte ich gestern schon gesagt im S&P 500, da liegt viel Interesse in Sachen Optionen und dadurch, dass diese 4500er Marke gerissen wurde, schon vorbörslich in den USA, mussten die Market Maker sich absichern. Das Gamma ist negativ geflippt, also mussten praktisch Underlyings verkaufen, um sich auf der Südseite abzusichern. Und heute Morgen hatte ich ja getitelt, die OPEC schürt Inflation und attackiert die Wall Street. Nämlich die OPEC respektive Saudi-Arabien hat das Interesse, über die Ölfirma Saudi-Aramco jetzt 50 Milliarden Dollar einzunehmen über die Emission neuer Aktien. Also hat man Interesse an einem hohen Ölpreis. Während auf der anderen Seite die Wall Street versucht, diese KI-Euphorie irgendwie am Start zu halten. Und dann wäre das natürlich unschön, wenn jetzt die Märkte vorher fallen aufgrund des Börsengangs von ARM, der in der nächsten Woche geplant ist. Und da kommt natürlich so eine Geschichte wie mit Nvidia jetzt nicht gerade so richtig gerufen. Man könnte also sagen, wenn wir den heutigen Handelstag mal Revue passieren lassen, nachdem Saudi-Arabien die Preise angehoben hat für Arab Light OSP für den asiatischen Handel auf 3,60 $. Also die haben faktisch die Preise erhöht. Daraufhin ist der Ölpreis, der vorher wieder so ein bisschen Ernüchterung gezeigt hatte, wieder deutlich angesprungen. Goldman Sachs erwartet, dass Brent die 100-Dollar-Marke erreichen wird wegen mangelhaften Angebots. Also könnte man sagen, OPEC gegen Wall Street, derzeitiger Stand 1:0, relativ klar, schönes Tor geschossen. Und hier sehen wir das Problem, das natürlich für westliche Länder jetzt entsteht. Die Dieselpreise etwa sind seit Mai um 40% in den USA wie auch in Europa gestiegen, sodass heute zum Beispiel United Air und Alaska Air gewarnt haben, ja, wir haben deutlich gestiegene Kerosinkosten, müssen vielleicht die Preise anheben oder das frisst geht sofort in die Marge rein. Also das ist das große Problem jetzt, wenn die Energiepreise steigen in eine sich latent abschwächende Wirtschaft, ist das natürlich ein Stagflationsszenario vom Allerfeinsten. Auf der anderen Seite muss die Fed jetzt auf die zuletzt in den letzten Wochen und Monaten vor allem besseren US-Daten reagieren und wird wahrscheinlich dann bei ihrer Sitzung Ende September die Wachstumserwartungen deutlich nach oben setzen. Und all das konterkariert, wie Julian Bridgen hier nochmal zeigt, dieses Narrativ, ja, die Zinsen werden ja bald sinken. Das wird wahrscheinlich aufgrund der Inflation nicht passieren. Und was aber passiert, wenn die Zinsen nicht sinken, sondern vielleicht sogar noch weiter steigen? Dann haben wir eine Verschärfung der Situation, die wir seit März gesehen haben. Denn seit die Fed begonnen hat, im März 2022 die Zinsen anzuheben, haben 862 Milliarden Dollar Bankdeposits verlassen, sind also von Bankkonten abgehoben worden. In der Finanzkrise waren es nur 70 Milliarden, also weniger als ein Zehntel. Das heißt, wir haben einen etwa Faktor 12, was von Bankkonten abgehoben wird oder wurde. Und kein Wunder, dass wir die zweit- und drittgrößte Bankenpleite in der US-Geschichte gesehen haben.
mit Silicon Valley Bank und First Republic. Und wo ist das Geld hingeflossen? Vorwiegend in Geldmarktfonds. Wir haben fast 900 Milliarden Dollar Inflows. Das ist der größte Inflow in diese Geldmarktfonds, die ja super verzinst sind, im Gegensatz zu den allermeisten Bankkonten. Also das ist das große Problem, wenn die Fed die Zinsen nicht senken kann, sondern hochhalten muss, vielleicht sogar noch weiter anheben muss aufgrund der Inflation. Also OPEC 1:0 gegen den Westen insgesamt. Und da hat der im Westen natürlich dann so Spitzenvertreter wie Deutschland. Die Konjunktur entwickelt sich womöglich noch schlechter als bislang prognostiziert. IFW, das Kieler Institut für Wirtschaft, sieht eine Schrumpfung von 0,5% in diesem Jahr. Die Commerzbank Jörg Krämer, den ich auch schon mal interviewt hatte, der sagt, das ist noch reichlich optimistisch, was man hier sieht. Und hier sagt dann auch das Statistische Bundesamt, ein wichtiger Faktor ist ja Energie, dass deutlich mehr Strom aus dem Ausland importiert wurde als üblich. Ein Wunder nach Abschaltung der Atomkraftwerke. Und jetzt hatte ich schon mehrfach auch in Diskussionen mit Bekannten gesagt, also die Stromerzeugung durch Erneuerbare ist gesunken. Und die haben gesagt, nein, stimmt überhaupt nicht. Quatsch. Jetzt sehen wir hier nochmal die offizielle Bestätigung. Kohle minus 23,3%, Gas plus 3,8%, Wind minus 1,2%, Solar minus 5,9%. Aber ist nicht schlimm, weil wir ja eh eine miese Konjunktur haben und die Unternehmen versuchen, Strom einzusparen. Also ist nicht schlimm, wenn die Stromerzeugung im ersten Halbjahr um 11,4% gesunken ist. Aber es zeigt, dass die Dinge manchmal anders laufen, als die Ideologen sich das vorstellen. Das gilt auch für die Öko-Geldanlage. Wer alte, böse Energieträger investiert hat, Uran, Öl und so weiter, alles was damit zusammenhängt, der hat gutes Geld verdient. Die meisten Öko-Investitionen in Wind und so weiter, die sind ziemlich schief gegangen. Und so ist Deutschland nur noch bedingt wettbewerbsfähig. Wie hier Holger Cepic schreibt, das erinnert so ein bisschen an bedingt abwehrbereit, diese Spiegel-Affäre. Diejenigen, die schon sehr viel älter sind, werden sich vielleicht noch erinnern, 1962. War auch vor meiner Geburt, das muss ich bekennen, aber das war ein wichtiges Ding in der bundesrepublikanischen Geschichte. Jetzt also ist man bedingt wettbewerbsfähig, bedingt wachstumsfähig, könnte man sagen. Damals waren wir bedingt abwehrbereit. Da ist jetzt sozusagen der Vergleich natürlich naheliegend. Und das liegt daran, dass natürlich diese Fokussierung auf Klimafragen vor Wirtschaftsfragen sich negativ beginnt auszuwirken. Hier hat zum Beispiel Mr. Brown, Patrick Brown, Co-Direktor des Klimateams am Breakthrough Institute gesagt, also wenn du in Zeitschriften veröffentlicht willst, dann gibt es ganz klar eine Vorgabe, der Klimawandel muss als allgegenwärtig und katastrophal beschrieben werden, wenn da etwas ins Narrativ nicht passt, weil bestimmte Faktoren sozusagen dieses Narrativ jetzt weniger dringlich erscheinen lassen, dann wird das abgelehnt und das kann nicht der Sinn von Wissenschaft sein. Und da tut sich die Klimabewegung auch keinen Gefallen, tun sich die Mainstream-Medien keinen Gefallen, wenn man sozusagen aus ideologischen Gründen bestimmte Faktoren ausblenden will, passt nicht so in die Erzählung, lassen wir weg. Hier sagt er, er hat zum Beispiel jetzt einen Artikel platziert in Nature, ja, sehr bekannt, ein Teil der Wahrheit habe er aber weggelassen, um das Papier durch die Begutachtung zu schleusen, berichtet Brown. Er habe sich an eine Erzählung gehalten, von der ich wusste, dass sie den Redakteuren gefallen würde. That's exactly the problem. Das hat mit Wissenschaft dann nur noch bedingt zu tun. Das ist Gefälligkeitswissenschaft, um bestehende Narrative, die politisch umsetzbar sind, dann auch zu bedienen. Ein großes Problem aus meiner Sicht. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Die EZB, nächste Woche ist sie dran und es ist total unsicher, was passiert. Wird sie die Zinsen anheben? Ja, nein, das gab es seit Jahren nicht mehr, dass das völlig unklar war. Knut, der Holländer, hat heute gesagt, die Märkte unterschätzen das Risiko, dass wir die Zinsen anheben. Ich denke auch, dass die EZB die Zinsen anheben wird. Nochmal. Warum? Weil man zu lange die Inflation unterschätzt hat. Jetzt ist die Inflation nach wie vor zu hoch, auch wenn die Wirtschaft sich abschwächt. Man wird wahrscheinlich die Zinsen nochmal annehmen, aus meiner Sicht, kann ich falsch liegen. Und dann sagen, naja, jetzt halten wir erstmal die Füße still. Aber hochspannend, erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Die Fed muss die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft verdoppeln wahrscheinlich, mit Folge auch für die Zinserwartungen. Das dürfte in den Dotplots dann wichtig werden. Auch sehr wichtiger Artikel, zweiter Artikel. Und für all diejenigen, die das damals am Ende August nicht gesehen hatten, was wir hier, Samantha Ladock, wie diese Vorwürfe sich gestalten gegenüber Nvidia. Hier nochmal zur Vertiefung dieses Nvidia-Themas, dieser Artikel, merkwürdig, stimmt etwas mit den Zahlen nicht. Also diese drei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt auch, sag Servus, ciao.